Stefan Harbort, Hauptkommissar aus Düsseldorf, auf dem Weg in das Justizarchiv Potsdam. Der internationale Experte für Kriminalistik recherchiert außergewöhnliche Verbrechen für seine Sachbücher. Fall 1. Ein spektakulärer Serienmord aus der Wendezeit. Der Täter versetzte damals eine ganze Region in Angst und Schrecken und ging als Rosa Riese in die Kriminalgeschichte ein. Das Ungewöhnliche an diesem Fall ist, dass es einem eher unscheinbaren Mann gelungen ist, Ermittlungsbehörden über einen sehr langen Zeitraum in die Irre zu führen und auf diese Weise eine Vielzahl von Tötungsdelikten zu begehen. Der erste Mord passiert noch zu DDR-Zeiten im Oktober 1989 auf diesem abgelegenen Wochenendgrundstück in Deetz. Etwa 30 Kilometer westlich von Berlin. Das Opfer, eine 51-jährige Frau, teilweise entblößt und vergewaltigt. Es war natürlich ziemlich schrecklich, wenn man das gesehen hat. Dass die Frau dort über das Gelände geschleift worden ist und auch massiv misshandelt worden sein muss. Volker Kelm war damals Leiter des Kriminalamtes im DDR-Bezirk Potsdam. Sowohl Täter als auch Motiv gaben ihm und seinem Team Rätsel auf. Wir waren uns natürlich bei der ersten Situation gar nicht im Klaren drüber. Könnte das ein Beziehungstäter sein? Oder könnte das ein Wildfremder sein, der zufällig da vorbeigekommen ist? In der Ermittlungsakte findet Harbort heraus, dass es schon sehr früh wichtige Indizien gab. Ja, die erste heiße Spur in diesem Fall, ein Stiefelabdruck. Es war ein Armeestiefel in einer Übergröße, vergleichbar diesem Stiefel. Eine Spur, die direkt zum Täter hätte führen können. Denn die Übergrößenträger in Armee und Polizei der DDR waren bekannt. Und über die Sohle konnte man den Stiefel einer bestimmten Einheit in der Volkspolizei zuordnen. Doch der Kripo waren die Hände gebunden. Wir selbst durften dort nicht ermitteln, sondern das durfte nur der Militärstaatsanwalt. Deshalb sind wir auch mit dem Ermittlungsersuchen an ihn herangetreten und haben von ihm eine Liste bekommen mit Personen, die solch eine Stiefelgröße hatten. Der spätere Täter war aber dort nicht dabei. Heute weiß Kelm, dass einige Übergrößenträger auf der Liste fehlten. Warum die Liste unvollständig war, das kann er nur vermuten. Zu der Zeit war ja Militärstaatsanwalt schon so langsam in Auflösung begriffen. Und da kann ich mir vorstellen, dass dort nicht mehr so exakt gearbeitet worden ist. Schlamperei im Überwachungsstaat. Der Täter kann unbehelligt weitermorden. Tatort 2, Ferch. 24. Mai 1990, keine 25 Kilometer vom letzten Tatort entfernt. Jürgen Hölzel war ein Nachbar des zweiten Opfers. Er zeigt uns das Gelände, auf dem der Mord an Christa N. passiert ist. Damals war es eine Müllkippe. Hölzel erinnert sich noch genau daran, wie der Tatort damals aussah. Ja, das war die Müllhalde, wo man die Leiche gefunden hat in diesem Bauwagen. Der Bauwagen hat da vorne gestanden. Christa N. wohnte vorübergehend in diesem Bauwagen auf dem Müllplatz, denn sie hatte sich gerade erst von ihrem Mann getrennt. Und erstmal wurde der Mann verdächtigt, weil das auch so ein bisschen ein Unikum war, ein Typ war, ein Verrückter eigentlich. Und der war es aber dann nicht gewesen. Auch in diesem Fall gab es aus heutiger Sicht aussichtsreiche Indizien, um den wahren Täter zu ermitteln. Es konnten zwar Spermaspuren nachgewiesen werden, aber es gab damals keine DNA-Vergleichsdatenbank. Und solange man nicht den richtigen Verdächtigen hatte, waren also diese DNA-Spuren zunächst einmal nutzlos. Zudem konnten auf dem Müllplatz Spuren nur sehr schwer als solche erkannt werden. Vor allem das wichtigste Detail in diesem Fall fällt auf der Müllkippe einfach nicht auf. Slips, Unterröcke und BHs wie diese gehörten zur Tat. Das ist uns auch erst im Nachhinein bewusst geworden, dass diese Damenwäsche, die dort in dem Bereich lag und so, dazugehörte. So bleibt auch Fall 2 zunächst ungeklärt.
Nur wenige Wochen später, am 9. Juli 1990, folgt in Wust ein dritter Übergriff. Wieder ist es eine Vergewaltigung. Wieder ist der Tatort eine Müllkippe. Das Opfer überlebt zwar schwer verletzt, kann aber keine verwertbare Aussage machen. Den Serienmordexperten Stefan Harbort interessiert die Frage, warum nach dieser dritten Tat bestimmte Muster nicht erkannt wurden. Er schaut sich deshalb die damaligen Tatorte noch einmal an. Auffällig in diesem Fall ist schon, dass alle Tatorte nur wenige Kilometer voneinander entfernt liegen. Insofern hätte man vielleicht auch etwas früher auf die Serientäter-Hypothese kommen können. Der damalige Chefermittler sieht das im Rückblick ähnlich. Wir haben da schon überlegt, ob es zwischen den beiden Müllkippen Zusammenhänge gibt. Allerdings gab es von der Spurenlage erstmal keine Übereinstimmung. 8 Monate später passiert der 4. Sexualmord. Es ist der 13. März 1991. Die 34-jährige Inge F. ist in Neuendorf auf dem Nachhauseweg. Ihr kurzer Weg führt durch ein Waldstück vorbei an einem Truppenübungsplatz. Hier lauert ihr der Täter auf und ermordet sie. Tage später findet man die Leiche bei einer groß angelegten Suche. In der unmittelbaren Umgebung auffällig viel Damenunterwäsche, meist rosa. Die Besonderheit bei der vierten Tat war die, dass das Opfer vollständig entkleidet und dann teilweise mit Intimwäsche wieder bekleidet wurde. Das war dann der Punkt, wo wir gesagt haben, hier müsste es Zusammenhänge geben. Wir bearbeiten das im Komplex und wir bilden jetzt die Sonderkommission, um dort mit aller Macht und mit viel Kräfteeinsatz und alles, was zur Verfügung steht, dort jetzt zu ermitteln. Doch jetzt überschlagen sich die Ereignisse. In der Nähe eines russischen Militärkrankenhauses in Belitz am 22. März 1991 schlägt der Täter gleich zweimal zu. Nur 2 Tage nach dem Fund der letzten Leiche. Die Opfer, eine 44-jährige Russin und, daran kann sich sogar der Gerichtsmediziner heute noch erinnern, ihr 3 Monate altes Baby. Also wir haben vermutet, dass es an den Füßchen gepackt und mit dem Kopf gegen einen Baum geschleudert wurde. Aber nicht nur das, wir fanden sogar Sohlenabdruckspuren auf der Babykleidung. Also es ist auch getreten worden. Der wollte das einfach weghaben, dass Ruhe ist, dass er seine eigentliche Tat in Ruhe vollziehen konnte. Ja, und da war natürlich dann hellste Aufregung, muss ich so sagen. Die Presse ist ganz aktiv informiert worden. Plötzlich musste Kelm Pressekonferenzen abhalten. Und er war mit einem ungewohnten Medienrummel konfrontiert. Das war ja auch neu, dass das so ein bisschen aufgemacht wurde und reißerisch und wie auch immer. Und so kam ja auch der Name Rosa Riese zustande. Der Rosa Panda oder Rosa Riese und alles sowas. Der klaut nur Damenwäsche in Rosa. Die Angst unter den Frauen war doch sehr groß, da noch in den Wald zu gehen oder Weg zur Arbeit durch den Wald zu nehmen. Sabine Weiß, die Nachbarin eines der Opfer, erinnert sich noch deutlich an die damalige Stimmung. Wir haben ja damals alle Angst gehabt hier, weil der nun nicht weit ist. Vor allem mein Schwiegervater, der hat immer gesagt, warum lässt du immer alles offen? Wäsche kannst du drin aufhängen erstmal und so weiter und so fort. Da hatten wir ja schön Angst, ja. Wir kannten ja soweit überhaupt nicht in der DDR, nee. Sag ich mal. So eine krassen Sachen. Uwe Vogt war damals Kripo-Ermittler im Außendienst. Wochenlang durchkämmten er und ein Dutzend Kollegen die weitläufigen Wälder auf der Suche nach Indizien. Wir haben in vielen Waldgebieten Damenwäsche gefunden. Immer an Kreuzungen, wo so eine richtigen kleinen Nester waren, wo ersichtlich war, dass da jemand auch gehuckt hat und geguckt hat. Spuren des Täters finden sich reichlich. Wir sind jeden Tag, wenn wir aus dem Wald gekommen sind, sag ich mal, mit Säcken
Säcken voller Damenwäsche ins Präsidium gefahren. Unmengen möglicher Beweisstücke im Polizeipräsidium. Mittlerweile hat der Täter an 5 Tatorten zugeschlagen. Und die Polizei muss davon ausgehen, dass er weiter morden wird. Typisch bei Serienmördern ist, dass sie also nach einer gewissen Anzahl von Taten nicht nur eine Tötungsroutine entwickeln, sondern sich eben auch unangreifbar fühlen, weil es der Polizei bisher nicht gelungen ist, ihn zu fassen. Und dann schleichen sich schon mal Größenfantasien ein und die Täter werden dann auch risikofreudiger. Und tatsächlich, in der Nacht zum 6. April schlägt der Rosa Riese in Fichtenwalde und Sputendorf gleich 2-mal zu. Er tötet eine alleinlebende 66-Jährige in ihrem Haus. Vorher hatte er versucht, 2 13-Jährige zu ermorden. Und die Mädels haben in ihrer Aussage im Prinzip den Täter so beschrieben. Aufgrund des so entstandenen Phantombildes sucht jetzt Halb Brandenburg nach dem Täter. Eine Belohnung von 20.000 Mark wird ausgesetzt. Jedes verdächtige Lager wird observiert. Nicht nur von Zivilpolizisten, sondern auch von Kopfgeldjägern. 2 von ihnen gelingt es, im Wald den auffällig gekleideten Täter zu stellen, den sie dem Polizisten Uwe Vogt übergeben. Er hatte auch so eine Tarnbekleidung an und Damenunterwäsche drunter. Das hat man gesehen. So, ich glaube, es war so, auch so rosa. Das guckte so ein bisschen unter den Sachen raus. Dann hat er mich noch gefragt, ihr habt so nach dem Motto, was jetzt passiert. Weil er ist ja so bekleidet und ob das einer mitkriegt oder sowas. Ihm war Hochnot peinlich, dass er also in Damenunterwäsche angetroffen wurde. Und das war ja genau sein Wunderpunkt. Das war ja dieses abnorme Bedürfnis, das er über viele Jahre hüten wollte wie ein Geheimnis. Jetzt kommen alle seine Morde ans Licht. Der damals 25-jährige Wolfgang S. gesteht und bekommt lebenslänglich mit anschließender Sicherungsverwahrung. ...1997 lässt er sich in der Haft filmen. Er schminkt und kleidet sich jetzt wie eine Frau. Und er versucht, seine schrecklichen Verbrechen zu begreifen. Heute weiß ich, dass diese Frauen tot sind. Damals, zu den derzeitigen Situationen, war ich mir nicht im Bilde, dass die Frauen tot sind. Ich habe es auch nie geglaubt. Ich habe es bis nach meiner Verhaftung nicht glauben wollen. Eine verzerrte Wahrnehmung, die auch für den Serienmordexperten Stefan Habort nur schwer nachzuvollziehen ist. Ich glaube eher, dass er hier eine Schutzbehauptung aufstellt, um die eigene Abnormität so ein bisschen zu kaschieren. Stefan Habort auf dem Weg zum Heimatort des Täters. Er will herausfinden, welche Motive hinter den Sexualmorden stecken. Die Antworten finden sich in der Kindheit des Täters. Wolfgang S. ist als Kind eher zufällig mit Unterwäsche seiner Mutter in Berührung gekommen. Er fand das schön, auch sexuell stimulierend. Und diesen Aspekt hat er im Laufe der Jahre vertieft. Seine transsexuellen Neigungen waren allerdings ein Tabu, das er nur im Geheimen auslebte. Aber weil er sich auch für diese Abnormität geschämt hat, war es ihm nicht möglich, obwohl er eine Lebenspartnerin hatte, eben diese sexuellen Bedürfnisse umzusetzen. Und letzten Endes war es genau dieser Punkt, der ihn dazu geführt hat, eben dann Frauen zu überfallen und diese Fantasie auf andere Art und Weise auszuleben. Der sogenannte Rosa Riese. Bis heute lebt er in der geschlossenen Psychiatrie. Bis er überführt werden konnte, hatte er 6 Menschen ermordet. Die Besonderheit in diesem Serienmordfall liegt in der Motivation des Täters. Es hat nur einen einzigen Fall gegeben in den vergangenen 50 Jahren, wo es tatsächlich dem Täter darauf ankam, die Opfer mit Intimwäsche zu drapieren. Und das war eben Wolfgang S. Der
Der Fall des Rosa Riesen hat die Menschen aus seiner Heimat nie ganz losgelassen. Manchmal denkt man jetzt noch, wenn man irgendwie im Keller ist und oben ist die Terrassentür auf, hallo, was machst du da eigentlich, ja? Eine Mordserie, die bei den Zeitzeugen ihre Spuren hinterlassen hat. Auch noch nach fast 25 Jahren.